So, ladies and gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird sich lohnen. Diese Folge wird super interessant und spannend. Und ich muss fast schon zugeben, dass ich euch gegenüber, liebe Podcast-Community, fast schon ein schlechtes Gewissen habe, weil wir das folgende Thema in, ich weiß nicht, 3-4 Jahren Podcast noch nie in der Tiefe erörtert haben, aber so viele von euch eigentlich schon danach gefragt haben. Und lange habt ihr danach gefragt und heute wird es endlich Zeit. Und zwar sprechen wir heute über Lieferanten finden, Produktionsstätten aufbauen, also wirklich eine Supply Chain aufbauen, die dir hilft, dein Produkt auf den Markt zu bekommen. Weil wir haben so viele Gründer in unserer Community, die ein cooles Produkt haben, eine coole Produktidee haben, jetzt loslegen wollen, aber Probleme haben, den richtigen Produzenten zu finden, keine Ahnung haben, wie das mit den Lieferanten alles abläuft. Und sind wir mal ganz ehrlich, es ist auch alles nicht so einfach. Und genau deswegen habe ich mir so eine die oder der Expertinnen schlechthin im deutschsprachigen Raum dazu geholt heute. Und zwar haben wir heute die Ehre, mit Margot Königshofer zu sprechen. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Brockfit. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, die passenden Lieferanten und Produktionsständen für Menschen wie vielleicht dich zu finden, die auf der Suche sind, ein eigenes Produkt und damit eine eigene Lieferkette auch zwangsläufig aufbauen zu wollen. Deswegen in nur 5 Jahren, ich lese es gerade nochmal vor hier, in nur 5 Jahren hat Margot, unser heutiger Interviewgast, es geschafft, den gesamten Supply Chain Markt von hinten aufzurollen und Brockfit zu einer der erfolgreichsten Sourcing-Agenturen in Europa zu machen. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, liebe Margot, dass du heute Zeit findest, bei uns im Podcast zu sein und uns heute so ein bisschen schulst darüber, wie wir, wenn wir eine eigene Produktidee haben, das wirklich realisieren können. Deswegen genug von mir. Jetzt ist deine Stage-Time. Schön, dass du da bist und willkommen in der Show. Ja, danke, Robin, für diese wirklich sehr nette Intro. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich heute bei dir bin, bei deiner Community. Und ja, freue mich einfach auf die nächsten Minuten und hoffe, spannenden Content und spannende Inhalte liefern zu können. Ja, da bin ich mehr als überzeugt von, dass das heute passieren wird. Ich habe mich im Vorfeld irgendwie auch einiges von dir schon angeguckt und muss sagen, diese Themen sind super, super spannend. Deswegen lass uns direkt einsteigen und die erste Frage stellen, die ein bisschen generalistischer gehalten ist. Zum Start möchte ich nämlich von dir wissen, dass oder dich bitten, besser gesagt, dass du uns nochmal kurz erzählst, was macht ihr genau? Vielleicht erklärst du uns das nochmal in deinen Worten. Und mich würde auch brennend interessieren, wie du selbst zu diesem Thema kamst. Mhm. Sehr gern. Vielleicht starte ich mal, wie ich zu dem Thema kam, ne? Weil das ist eine vielleicht auch ein bisschen eine lustige Geschichte. Also ich war jahrelang im Einkauf tätig. Ja. Ich, nach dem Studium, mein erster Job Sourcing, einem sehr großen Handelsunternehmen. Danach ging ich in ein sehr großes Industrieunternehmen, wieder Sourcing. Habe schon alle möglichen Produkte eingekauft, national, international und so weiter und so fort. Und dann entscheidet man sich halt, oft für eine Familienplanung und dann habe ich meine erste Tochter bekommen und in dieser Zeit habe ich mich dann auch sehr intensiv mit der Startup-Szene auseinandergesetzt und mit der Gründerszene, habe mir halt die Shows reingezogen, in Österreich heißt das 2 Minuten, 2 Millionen, in Deutschland Höhle der Löwen und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, ja, es gibt irgendwie voll viel Dienstleister für Startups, aber es gibt niemanden, der Supply Chain Management macht. Also der wirklich auch jetzt nicht nur berät und sagt, ich hätte da einen Kontakt von einem Hersteller oder ich hätte dort einen Kontakt. Es gibt keinen Dienstleister, der die jungen Leute an die Hand nimmt und der ihnen wirklich hilft, diese Lieferkette aufzubauen. Ja? Also wirklich aufzubauen, nicht nur beraten, sondern das zu tun. Das ist so die Geschichte. Und dann habe ich tatsächlich in dieser Zeit, ja, wo ich meine erste Tochter halt bekam, die Firma gegründet und aufgebaut. Mhm. So kam es zu Brockfit. Mega cool.
Mega cool. Und das ist jetzt, wenn wir es zeitlich einordnen, so 6, 7 Jahre her, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, es ist 6 Jahre jetzt her. 6 Jahre. Großartig. Und vielleicht jetzt noch 1, 2 Sätze zu, was Procfit an sich macht. An der Stelle liebe Grüße an Flo Gschwandner, der ich weiß, dass der ab und zu mal reinhört bei uns. Zumindest war das früher mal der Fall. Ich hoffe, er macht es immer noch. Der war nämlich selbst schon mal bei uns hier in der Show und ist einer der Juroren bei euch in Österreich. Das ist ja die Alternative zu Höhle der Löwen hier. Der ist nämlich da einer der Juroren. 220 Millionen Exit mit Rentastic an Adidas gemacht. Der wäre ja auch schon Teil der Show. Deswegen, Flo, falls du es hörst, liebe Grüße. Und vielleicht jetzt, Margot, von dir auch nochmal in 2, 3 Sätzen oder auch gerne mehr, was ihr genau macht. Also vielleicht nochmal, wenn Gründer zu euch kommen und euch bitten, eine Supply Chain aufzubauen, wie läuft das ab? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Sehr gern. Vielleicht zuerst einmal von der Vogelperspektive. Also sehr einfach. Wir bauen entweder Lieferketten auf, ja, von 0 auf 100, oder wir optimieren bestehende Lieferketten. Ja. Es ist schon oft so, dass die jungen Leute starten halt irgendwie über Alibaba ein Produkt auf den Markt zu bringen. Dann sehen sie, ups, ich kann jetzt skalieren, ich brauche jetzt eine ordentliche Lieferkette. Und dann stoßen wir dazu und übernehmen halt das, was da ist und optimieren diese Lieferkette und bauen sie halt nachhaltig auf, sodass man dann auch skalieren kann. Ja, also die 2 Möglichkeiten haben wir. Entweder wir bauen sie auf oder wir optimieren sie. Und die Herangehensweise, die ist wie folgt. Ich meine, wir haben sehr viele Tailor-Made-Programme, aber ich schaue jetzt echt auf die Zielgruppe Startups, Jungunternehmer. Da machen wir halt total oft die sogenannte Fabrik für jedermann. Das ist so ein Starterprogramm, ja, wo wir das Wording sagt, eine Fabrik organisieren, ohne dass du sie selbst besitzt. Ja. Das heißt, wir bauen da innerhalb von 8 bis 10 Wochen eine Lieferkette auf. Man bekommt am Ende des Tages einen Hersteller, der das Produkt produzieren kann und auch will. Man bekommt zweitens einen besten verhandelten Einkaufspreis, und zwar aufs totale Produkt. Ich denke, ich sage jetzt mal, das ist eine Müsli-Regel, also wirklich auf die Ingredients, auf die Verpackung, Produktion, Logistik, einen totalen Preis von uns verhandelt. Und drittens einen Lieferplan dazu, ja, damit man auch weiß, wann wird das Produkt verfügbar sein. Großartig. Super spannend und, glaube ich, wirklich wertvoll für alle, die wie gesagt, ein eigenes Produkt an den Start bringen wollen. Also wenn ich es richtig verstehe, habt ihr eigentlich so 2 Avatare, 2 Zielgruppen. Die eine Zielgruppe, die hat schon angefangen zu verkaufen, merkt, da ist Bedarf, will es jetzt einfach optimieren und perfektionieren und weiß und merkt, mit den aktuellen Lieferketten haut das nicht skalierbar hin. Und die andere Zielgruppe ist so diese Fabrik für jedermann, dass man wirklich auch den Startern hilft, da Fuß zu fassen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, so ist es. Okay, großartig. Gib uns doch mal ein paar Tipps. Was sind denn so die Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man anfängt? Da hast du bestimmt Muster erkannt, wo immer wieder auf gut Deutsch die gleichen Stolpersteine sind, die dazu führt, dass man auf gut Deutsch auf die Schnauze fällt. Was sind das für Fehler, die meisten machen, wenn sie da anfangen? Um vielleicht viele Zuhörer auch davor zu bewahren. Ja, da gibt es natürlich einige, aber lass uns mal auf 2 konzentrieren, die echt so die Hauptfehler sind. Und zwar Fehler Nummer 1, den wirklich viele machen, dass sie eine dezentrale Lieferkette aufbauen. Was heißt das? Sie haben da jetzt eine Produktidee, ja, machen wir es immer mit einem Praxisbeispiel, weil dann kann man sich das vielleicht einfacher vorstellen. Sagen wir, es geht um einen Soda-Streamer, ja, um eine Soda-Maschine. Dann gehen jetzt viele her und organisieren sich jemanden, der das Produkt mal entwickelt und designt. Ja, also so eine Designerbude, wo man sehr viel Geld liegen lassen kann. Dann organisiert man sich jemanden, der halt die Werkzeuge dafür erstellt. Man braucht ja Werkzeuge, um diese Teile zu haben. Dann organisieren sie sich wieder einen anderen Supplier für die Produktverpackung und so weiter und so fort. Ja. So, jetzt hast du sehr viele verschiedene Supplier, die du erstens steuern musst.
und die zweitens zusammenspielen müssen. Ja? Und diese Lieferketten scheitern zu 100%, vor allem wenn du ein Jungunternehmer, ein Startup bist, weil du schaffst es nicht, diese vier zu koordinieren, zeitlich. Ja? Und das andere Thema ist, und da lege ich meine Hand ins Feuer, einer von denen baut immer Mist. Und der eine schimpft dann auf den anderen. Ja? Und dann braucht bei der Produktverpackung der Ausschnitt nur um 2 Zentimeter zu groß oder zu klein sein und es passt nicht mehr zusammen. Ja? Mhm. Das heißt, ich plädiere dann immer für eine zentrale Lieferkette. Und ich plädiere immer dafür, dass man sich einen sogenannten Systemlieferanten aufbaut. Den Begriff kennen wahrscheinlich nicht viele, aber das ist so ein Lieferant, wo man alles aus einer Hand bekommt. Das ist wie so ein Generalunternehmer bei einem Hausbau. Das heißt, der Systemlieferant hat ein eigenes Entwicklungsbüro, ja, die entwickeln das Produkt fertig bis zur Serienreife. Er hat eigene Werkzeugersteller, er hat dann den Zusammenbau, man nennt das im Fachjargon Assembly, in-house. Er hat tolle Partnerunternehmen für die Produktverpackung, er organisiert das alles, er macht die Zertifizierungen, verpackt, versendet, fertig. Ja. Okay, mega. So, also es ist quasi so die One-Stop-Solution, wo nicht irgendwie viele Köche den Brei verderben, sondern halt wirklich ein Koch da ist, um es mal irgendwie bildhaft auszudrücken. Genau, voll. Genau. Okay. Ja, und der zweite Fehler, so der Hauptfehler, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist, dass man in der Eile oder dann in der Euphorie, die man hat, wenn man vielleicht endlich einen gefunden hat, sich denkt, ja, wird schon alles gut gehen. Und man vergisst, das Ganze schriftlich festzuhalten und in einen Kurzvertrag zu gießen. Ja? Das muss jetzt keine Rocket Science sein, dass ich mit einem Rechtsanwalt nehme, keinesfalls, lässt man ja auch wieder wahnsinnig viel Geld liegen. Aber man muss schon das, was man halt ausgemacht hat, ne, schriftlich festhalten. Und nur um ein paar Punkte zu erwähnen, natürlich mal den Preis, ja? Auch die Preisgültigkeit, was mache ich im Falle von Lieferverzug? Was mache ich im Fall von Qualitätsmängeln? Also das ist auch extrem wichtig. Okay, also wirklich zwei, was ich mir gut vorstellen kann, ohne selbst da tatsächlich jemals tätig gewesen zu sein. Wobei, Margot, ich entlüfte das jetzt hier mal in diesem Podcast. Ich habe ein Projekt gerade gestartet, wo ich auch das erste Mal anfange, mich mit solchen Themen auseinandersetzen zu müssen. Ich komme ja sehr in meiner unternehmerischen Tätigkeit von Dienstleistungen, Beratungen, Digitalprodukten und Events. Das sind so die Dinge, die ich die letzten 6 Jahre unternehmerisch gemacht habe und hatte aber schon immer Lust, ein physisches Produkt auch mal zu machen. Da bin ich dran und habe auch das erste Mal mache da das erste Mal Erfahrung. Gott sei Dank arbeite ich da auch in der Branche, wo wir da uns jetzt eine Marke aufbauen, mit jemandem zusammen, der da halt seit 30, 40 Jahren wirklich ein relevanter Marktführer auch ist. Von daher darf ich da relativ schnell lernen, ohne groß Fehler machen zu können, weil das einfach vermieden wird durch ihn. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist, was ich sagen will hier, dass die Fehler, die du gerade genannt hast, mir vielleicht auch passiert wären, wenn ich da jetzt neu in dem Thema anfangen wollen würde. Deswegen danke für den Hinweis an der Stelle. Und was mich jetzt als nächstes interessiert, ist die Frage nach Produktionsländern. Also man hat ja immer dieses China-Ding, so irgendwie das zumindest in den Köpfen früher, ich meine, das scheint sich gerade zu ändern, habe das auch so in deinem Content, den du machst, auch verfolgt so ein bisschen. China war so der heilige Gral für gefühlt fast alles so in meiner Laienwahrnehmung. Wie entwickelt sich das gerade? Also welche Produktionen sind vielleicht in anderen Ländern gut? Vielleicht ist es sogar besser, jetzt mittlerweile in Europa zu bleiben. Wie ist da die Entwicklung? Vielleicht kannst du uns da mitnehmen. Genau, gerne. Das ist ein extrem spannender Punkt, weil ich habe schon erwähnt, vor 6 Jahren habe ich ja Procfit gegründet und dazumals war es wirklich so, Margot, baue mir mit deiner Firma eine Lieferkette in Asien auf. Ja?
Alle wollten nach Asien. Und das hat ja auch dazu mal Sinn gemacht. Ja. So, jetzt, 6 Jahre später, es hat sich halt einiges getan. Die Welt hat sich verändert. Durch Covid hat sich natürlich jetzt speziell in Asien sehr viel verändert. Warum jetzt speziell in Asien? Wie wir alle wissen, fahren die halt die Null-Covid-Politik. Das heißt, da braucht in einer Fabrik halt nur ein Fall sein und die machen die Fabrik zu. Ja? Und wenn du halt gerade dort produzierst, dann hast du halt Pech, dann hast du wahnsinnig lange Wartezeiten. Dann das zweite Thema ist die ganze Logistik. Das kannst du aus Asien auch ziemlich vergessen, weil du halt auch hier wahnsinnig lange Wartezeiten hast. Wir haben jetzt Aufträge übernommen, wo die halt ihre Ware in Shanghai am Schiff hatten. Und da ist gerade so ein langer Schiffsstau, dass die in den nächsten Monaten ihre Ware einfach nicht bekommen. Ja? Und natürlich auch sehr blöd gelaufen, weil in Asien wollen die meistens eine Anzahlung oder eine Vorauszahlung haben. Das heißt, da schwimmt sehr viel Cashflow am Schiff gerade herum, was halt nicht optimal ist. Und diese Dinge veranlassen jetzt immer mehr Unternehmer, Jungunternehmer, Startups dazu, Lieferketten in Europa aufzubauen. Das heißt, ich kann echt sagen, wir haben wahnsinnig viele Projekte, aber bestimmt 90% führen wir zurzeit Lieferketten aus Asien zurück nach Europa oder wir bauen sie von vornherein in Europa auf. Und ich muss das ein bisschen erweitern, weil es ist so, wenn du Produkte hast, die sehr preisaggressiv sein müssen, dann ist so die Türkei das neue Asien. Wir bauen sehr viele Lieferketten in der Türkei auf. Die Türkei ist auch deshalb interessant, weil sie halt so vom Ukraine-Russland-Konflikt nicht so betroffen sind, weil sie halt, was die Rohstoffe betrifft, sehr unabhängig sind. Das heißt, die haben sehr viele Fabriken, die nicht mit Gas betrieben werden. Und da hat man halt auch im Sinne von Risikomanagement einen Ass im Ärmel. Ja. Also so ist die Tendenz, die ich sagen kann. Und wenn wir halt auf Europa blicken, dann sage ich immer, jede Warengruppe hat ihr Land, weißt du? Also wenn ich jetzt an Kleidung denke, dann sind halt die bekannten Länder, wo sehr gute Factories sind, um Kleidung zu produzieren, Portugal, Spanien, aber auch Rumänien und Bulgarien. Ja. Wenn ich jetzt an Kosmetik denke, haben wir in Deutschland super Systemlieferanten, ja, die preislich auch super mithalten können. Wenn ich an Möbel denke, dann bin ich sehr stark in Tschechien, zum Beispiel in Tschechien und in Polen. Und das könnte ich jetzt so weiterführen. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jede Warengruppe hat ihr Land. Tendenz ganz klar Europa. Wenn du ein sehr preisaggressives Produkt hast, Türkei. Okay. Ja, da hast du mir eigentlich schon vorgegriffen für die nächste Frage, weil ich wollte nämlich genau das von dir wissen, jetzt auch nochmal ergänzend dazu, in welchen Warengruppen du welche Länder irgendwie siehst. Weil ich habe auch in meiner Erfahrung gemacht, dass es dann da hieß, in dieser ersten Erfahrung, die ich jetzt da machen darf, dass es dann da hieß, okay, da müssen wir, aber für das Thema müssen wir, wenn wir auf Top-Notch-Level produzieren wollen, weil die können das wie kein Zweiter, müssen wir nach Aserbaidschan. So, da kam auf einmal, kamen Länder so ins Spiel, wo ich niemals mit gerechnet hätte und das und relativ viel so auch von der Qualität in der Türkei. Und ja, so habe ich dann auch gemerkt, man kann nicht einfach in ein Land unbedingt gehen und dann da alles machen. Da muss man vielleicht hier und da auch mal gucken, wer ist in seiner Warengruppe wirklich der Champion in Qualitätslieferung. Würdest du das auch so sagen? Das würde ich so sagen. Und da gibt es noch einen Aspekt, der extrem wichtig ist, dass man den beachtet, nämlich, ich rede jetzt mal von der Türkei. Ja? Also es wird jede Lieferkette auch ziemlich sicher scheitern, wenn du direkt in der Türkei suchst und eine türkische Production direkt anschreibst, wo die Leute auch sehr gebrochen Englisch reden und na, wo die Kommunikation schon sehr schwierig ist. Das heißt, das Setup einer funktionierenden Supply Chain sollte wie folgt sein, dass ich abermals über einen Systemlieferanten gehe,
der jetzt beispielsweise in der DACH-Region seinen Hauptsitz hat, aber der halt wiederum eine eigene Production oder eine Partner-Production in der Türkei hat. Ja, dann wird die Lieferkette funktionieren. Okay. Aber nicht, wenn ich direkt das dort mit Glück probiere, weil da warte ich oft Wochen und es wird nicht zielführend sein. Okay, verstehe. Lass uns mal, Margot, über versteckte Kosten sprechen, auf die man vielleicht gar nicht so achtet, wenn man da neu im Game ist. Also ich glaube, jedem ist klar, man hat Produktionskosten. Aber was gibt es dann noch für Kosten, die da anfallen, die man vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hat? Ich würde sagen, das sind einmal die Entwicklungskosten, die noch entstehen können, weil man muss sich so vorstellen, auch wenn man einen Prototypen hat, ja, auch wenn man schon die ersten Spezifikationen hat, Zeichnungen hat, 2D-Daten, 3D-Daten, da braucht es noch immer eine Schleife, um das in eine Serienproduktion zu bringen. Und diese Arbeit ist einfach zu tun. Und das sind die sogenannten Entwicklungskosten, die ein Supplier entweder separat ausweist, dann siehst du es genau, ist ein Pauschalbetrag, oder halt in den Teilepreis reinrechnet. Aber das muss man bedenken. Und das zweite, Werkzeugkosten. Ja? Kosten für die Molds, wenn man halt ein Produkt hat, wo das notwendig ist. Das ist natürlich sehr oft der Fall bei Kunststoff, Spritzgusskomponenten, bei Metall, ja. Aber natürlich auch bei Lebensmittelprodukten, also bei Food, weil da auch oft eigene Molds erstellt werden müssen, um halt die Form des Produktes so hinzubekommen. Und das kann schon von bis eine sehr hohe Investition sein. Ja. Okay, cool. Also zum Beispiel etwas, was ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt hätte, was man bestimmt auch nicht vergessen darf, sind gewisse Zollkosten, die auch anfallen. Das, was du gesagt hast, führt mich zur nächsten Frage, und zwar die Frage nach, wie genau deiner Erfahrung nach, um einfach Missverständnisse zu vermeiden, muss man und auf welche Art und Weise muss man versuchen, sein Produkt in Form von Spezifikationsblättern, Beschreibungen, Beispielbildern und so weiter dem Supplier verständlich zu machen, damit nicht irgendwas im Kopf bei einem selbst ist, aber das bei dem Empfänger, in dem Fall dem Supplier, gar nicht so richtig ankommt, wie man es gerne selber hier hätte, und man dann irgendwie etliche Revisionsschleifen drehen muss, bis das Produkt so ist, wie man es eigentlich haben wollte. Was ist da die Erfahrung? Vielleicht kannst du da auch ein paar Tipps mitgeben. Wie kann man das möglichst genau schon in der Erstkommunikation dem Supplier so einfach wie möglich machen? Du sagst es eh so einfach wie möglich machen und so klar verständlich wie möglich machen. Ich sage immer, wenn wir mit unseren Kunden ein Projekt starten, mach die Daten so, dass es deine Großmutter versteht. Ja? Also bedenke alles. Das heißt, das sollte natürlich, machen wir halt Müsli-Riegel, ja? Um es einfach wieder festzumachen. Jedenfalls, was den Müsli-Riegel betrifft, da brauche ich eine Zutatenliste, ja, eine Rezeptur, und zwar Haselnüsse, Schokolade und. Ich sollte aber natürlich auch schon wissen, wie viel von was, also die Prozente dazu. Bei der Produktverpackung sollte ich auch schon eine klare Vorstellung haben, weil manche Lieferanten können Schlauchbeutel, manche Lieferanten können nur Cardboard. Also das muss man vorher alles wissen, weil manche Lieferanten auch nur manche Maschinen zur Verfügung haben, um das Produkt zu machen. Und das heißt, dass vor allem bei der Verpackung, das wird oft unterschätzt, da muss ich wissen, welches Material möchte ich und welche Maße. Ja, so gut wie möglich muss ich in der Lage sein, das auf ein Papier bringen zu können. Okay. Und ich sage jetzt einmal, man darf sich da aber auch nicht schrecken. Also man braucht nicht glauben, jetzt als Startup oder junges Unternehmen, das muss zu 100% optimal ausgereift sein und passen, weil die Systemlieferanten, und das macht ja einen guten Lieferanten aus, der muss ja ein Stück weit entwicklungsaffin sein und mit dir dieses letzte Stück auch fertig entwickeln und produzieren zu können. Ne? Okay, super spannend. Danke für diese Einblicke. Was würdest du sagen,
Wie wichtig ist es, dass man selbst auch, wenn man seinen Supplier gefunden hat, auch selbst vor Ort mal ist, um diesen letzten Gang, den du beschrieben hast, in der Produktion und Entwicklung auch mit dem Supplier machen zu können? Also wie oft und wichtig ist Präsenz vor Ort? Extrem wichtig, und das wäre Punkt 3 gewesen, wenn ich den noch gesagt hätte, zusätzlich zu Systemreferent, Vertrag und vor Ort sein. Da plädiere ich immer dafür, vor allem wenn man ein Produkt von null weg startet, ne, dann sage ich, seid dort, wenn das zum ersten Mal rausgeht. Ja, seid dort. Es kann der beste Lieferant sein, aber es kann immer irgendwas schief gehen. Und deshalb ist es natürlich auch logistisch, sofern halt preislich das alles sich vereinbaren lässt, dass halt der Produktpreis passt und alles. Aber logistisch würde ich die Produktionsstätte auch immer so wählen, dass ich sie besuchen kann. Ja? Und dass ich dann nicht eine kleine Reise voll auf mich nehmen muss, um halt dort zu sein. Sehr, sehr cool, Margot. Das sind wirklich wichtige Tipps, die du da gibst. Lass uns mal über Zahlungsmodalitäten sprechen. Glaube ich auch unfassbar essentiell für das Wachstum von so einer neuen, frischen Firma. Am Anfang ist das Geld immer knapp. Und da ist die Frage nach Zahlungsmodalitäten. Also wie und wann sind welche Prozentualen zu leisten? Also direkt 100% Vorauskasse, 50%. Wie läuft das ab? Gibt es da Spielregeln, die man relativ pauschal nennen kann an dieser Stelle? Mhm. Regel Nummer 1, verhandeln, was das betrifft. Ja? Also das ist wirklich eine Verhandlungssache. Und bitte niemals 100% Vorauskasse akzeptieren. Ja? Das probieren auch nur Supplier, weiß ich nicht, die einen übers Ohr haben wollen oder die echt Geld brauchen, weil das ist sehr, sehr unüblich, auch wenn ihr ein Startup oder ein Jungunternehmen seid, es ist nicht notwendig, dass ihr 100% vorauszahlt, also keinesfalls akzeptieren. Eine Usus-Zahlungskondition, also die wir immer versuchen zu verhandeln, sind 30 Tage 3%, 60 Tage netto. Das ist so eine Standard-Zahlungskondition. Wenn man jedoch von Werkzeugen spricht, also wenn man ein Werkzeug benötigt und Investitionskosten tätigen muss, dann ist folgend das Split Usus und auch okay, 20% Anzahlung, 30%, wenn das erste Muster vom Werkzeug rausfällt und die restlichen 50%, wenn das erste Lieferlos eingetroffen ist. Okay, super spannend. Echt gut zu wissen. Auch danke für die Insights an der Stelle. Und dann würde ich fast zum Abschluss von dieses Podcast dich fragen wollen, du hast jetzt mit so vielen Gründern und Unternehmern, die ein physisches Produkt auf den Markt bringen, in den unterschiedlichsten Branchen zusammengearbeitet in den letzten 6 Jahren mit deiner eigenen Company, davor wahrscheinlich auch schon. Jetzt die Frage, hast du für dich irgendeinen spannenden Markt entdeckt, wo du selbst sagen würdest, wenn ich selbst ein eigenes Produkt rausbringen würde, dann würde ich es rein rational unternehmerisch entschieden in der und der Branche tun mit dem und dem Produkt. Warum? Weil, keine Ahnung, A, die Margen dort hoch sind, weil das ein gutes Produkt ist, nicht ganz so krasser Wettbewerb ist, weil vielleicht die Lieferketten da einfach sind, man diese One-Stop-Solution vielleicht einfacher bauen kann. Also long story short, vielleicht hast du so ein, einfach aus der Beobachtung der Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen Unternehmen in den letzten Jahren einfach für dich erkannt, was ein richtig spannender Markt ist und den vielleicht um auch mit uns zu teilen. Mhm. Gerne. Ja, das kann ich, weil, wie gesagt, wir machen hunderte von Projekten und da sehe ich viel und lerne ja auch viel. Ich bin eine Einkaufsexpertin, aber ich spreche sehr oft mit Sales-Experten, die Märkte sehr genau analysieren. Ich habe auch einen Kunden, das ist kein Startup, das ist ein sehr großer Online-Händler, der viele Online-Shops betreibt. Ja. Und diese ganzen Zahlen kenne ich ja. Und würde ich als Margot ein Produkt auf den Markt bringen oder was starten, dann würde ich es im Tier-Segment tun. Ja. Ich würde im Tier-Segment wahrscheinlich einen ziemlich coolen Online-Shop aufbauen
und von A bis Z dort alles abdecken. Also nicht nur Tierfutter, Tiernahrung, sondern auch das ganze Equipment, das man sich vorstellen kann. Bloß so ein bisschen thinking out of the box, ne? So Abos, spezielle individualisierte Programme, ja, für Hunde mit Langhaar, whatever, Monatsboxen und so weiter und so fort. Das ist ein Bereich, der extrem, ja, der hat halt extrem viel Potenzial, der ist noch nicht am Ende der Fahnenstange und das ist ziemlich interessant. Mega, cool. Also eine heiße Fährte, die du da uns gibst. Was wäre so ein No-Go, wo du sagst, boah, da würde ich mich nicht reintrauen, weil einfach zu überrannter Markt, kleine Margen, harter Fight einfach. Also irgendwas, was vielleicht sogar vermeintlich irgendwie, sorry für den Ausdruck, aber vermeintlich sexy ist, aber in Wahrheit gar nicht so cool ist. Ja, Kosmetik. Ehrlich, krass. Ja, Kosmetik. Und vor allem dekorative Kosmetik ist total stagnierend und schwierig im Moment. Wahnsinnig spannend. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hoffe, dass du kein Kosmetikprodukt gerade magst, Robin, und dass ich dir die Laune verdorben habe. Nee, da hast du mir damit nicht die Laune verdorben. Nee, okay. Nee, ich bin auch im Segment, aber das mache ich irgendwann bald öffentlich. Wo ich jetzt wahrscheinlich selbst auch niemandem empfehlen würde, jetzt reinzugehen, aber es ist einfach ein Leidenschaftsthema und ich habe mein Kernbusiness und da liegt der Fokus drauf und das ist Hobby, aber ich kenne mich, das wird nicht lange Hobby bleiben, das wird irgendwie zum Erfolg geprügelt, aber wahrscheinlich schwerer als mit so einem Hot-Tipp wie im Tiersegment irgendwie was auszuprobieren. Mhm. Lustigerweise, das ist eine richtig lustige Anekdote, das allererste Unternehmerische, was ich gemacht habe, war auch Affiliate Marketing, also Produkte für jemand anderen zu vertreiben. Das war das allererste unternehmerische Business-Versuch, den ich gestartet habe. Noch vor Uhren herstellen lassen. Die Story kennt meine Community, der auch super gefällt ist. 4 Stück verkauft, davon 2 an meine Mama. Und davor habe ich noch einen Online-Shop aufgebaut mit Amazon-Produkten eigentlich. Das heißt, man wurde eigentlich nur weitergeleitet auf Amazon, hat dann gekauft und man hat eine Provision gekriegt. Und das war tatsächlich für alles rund um Vögel. Vogelhäuser, Vogelbücher, Vogelfutter, solche Sachen. Und da habe ich tatsächlich, also wirklich minimal, aber so ein bisschen Umsatz im Monat gedreht mit. Also das war ganz lustig, dass du das jetzt sagst, weil das war ja auch meine Tiersegment-Erfahrung. Zwar nicht mit einem eigenen Produkt, sondern nur als Affiliate. Und das war spannend und war ein spannender Lernprozess auch. Okay, aber super spannend. Dann würde ich da kommst du auch nicht drum rum. Das ist so die letzte Frage, die ich immer allen stelle, die hier diesen Teil dieses Podcasts sind. Und du bist jetzt selbst Mama. Und gab's eigentlich nochmal ein Kind nach dem ersten, was du erwähnt hast? Oder ist das? Ja, nach 3 Jahren gab es ein zweites Kind, genau. Okay. Dann zweifache Mama hat bestimmt einen guten Rat. Und zwar, wenn sie sich vorstellt, dass die beiden Kids jetzt irgendwann erwachsen werden, gerade volljährig werden und dann zu Mama kommen und sagen, Mama, ich gehe jetzt raus in die große, weite Welt da draußen und du könntest den beiden nur einen einzigen Rat mit auf den Weg geben. So das Elternhaus verlassend. Was würdest du den beiden mitgeben wollen? Oh, meine gute Frage, ja. Also ich würde sagen, das ist so irgendwie so ein bisschen auch meine Lebensweisheit. Ja? Das soll jetzt nicht so poetisch rüberkommen, aber ich bin davon fest überzeugt. Nämlich, ich würde dann sagen, dass egal was sie machen, ja, dass man alles mit einer gewissen Liebe im Leben machen muss. Ja? Weil wenn das fehlt, ist man einfach langfristig nicht erfolgreich und auch nicht glücklich. Egal, ob das jetzt beruflich ist oder privat. Es muss immer so eine gewisse Liebe dabei sein und dann sollte das funktionieren.
Super schön. Ich glaube, darauf können wir den Sack zumachen mit Liebe zum Prozess. So betitel ich das jetzt mal hier. Ist, glaube ich, ein wunderschönes Schlusswort. Und für alle, die Liebe daran haben, ein eigenes Produkt zu entwickeln, ihr könnt gerne mit Margot sprechen, mit ihr in Kontakt treten. Wir packen am besten Website und Co. Alles in die Shownotes. Was sollen wir da noch reinpacken, Margot, damit alle hören, was sie da in den Shownotes zu finden haben? Website ist wahrscheinlich super als Kontaktanlauf. Was soll da noch rein? Genau, ja, ich überlege mir was, aber Websites passt sicher mal. Ja. Wir haben eine Hauptseite, dann eine eigene Landingpage, jetzt wirklich für die Fabrik, für jedermann. Und da sollten alle wichtigen Infos mal drauf sein. Großartig, dann packen wir das in die Shownotes mit einem Klick, damit da niemand verloren geht. Ja, und warme Empfehlung, das mit Profis zu machen und ja, nicht irgendwie immer alles auf eigene Faust, weil das ist oft viel teurer, als sich einen Profi an die Seite zu holen. Genau, also warme Empfehlung. Und ansonsten, Margot, freue ich mich vielleicht auf auch mal einen zweiten Teil zu den Entwicklungen rund um die ganze Verschiebung von China nach Europa. Es ist super spannend, das auch weiterhin zu beobachten. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir mal einen Teil 2 irgendwann machen. Sag bis hierhin vielen lieben Dank. Und allen Zuhörern danke fürs Zuhören und bis bald. Margot, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Voll, danke Robin, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.